Toms Lackierwerkstatt. Hallo, Tom. Schaust du gerade, welche Sprühdosen leer sind? Da hast du aber eine Menge zu tun. Klein Hector kommt zu Besuch. Wird er heute verwandelt? Hallo, Klein Hector. In wen wirst du dich heute verwandeln? Wow, eine Fledermaus. Das ist ziemlich cool. Warum willst du eine Fledermaus sein? Klein Ben versucht immer, alle zu erschrecken und du willst jetzt über sein Haus fliegen und ihn erschrecken? Das ist eine tolle Idee. Das wird er nicht erwarten. Tom könnte anfangen. Als erstes musst du deine Augen mit einer Schutzbrille schützen. Lilane Sprühfarbe. Lila ist so eine schöne Farbe, nicht wahr, Tom? Das ist richtig, Klein Tom. Trauben sind auch lila. Willst du sie nicht vielleicht teilen? Oh nein, Tom. Es sieht so aus, als wäre deine lilane Farbe alle. Puh, hat doch noch gereicht. Du bist noch nicht fertig, Klein Hector. Warte noch ein bisschen ab. Mit mehr Details siehst du noch echter aus, Klein Hector. Mit einer Fledermausnase zum Beispiel. Kitzelt dich der Pinsel? Schön stillhalten, Klein Hector. Tom versucht, das richtig gut zu machen. Wonach suchst du jetzt, Tom? Fledermausohren, natürlich. Jetzt kannst du Klein Ben schreien hören, wenn er dich sieht. Was kommt als nächstes, Tom? Ach du liebe Güte, diese Zähne sehen aber gefährlich aus. Unglaublich. Aber mit denen darfst du Klein Ben nicht beißen. Klar, Hector? Tolles Detail, Tom. Wow, Fledermausflügel, die sind super. Hier sind deine Beine, Hector. Aber versuch nicht über Kopf zu hängen, wie es Fledermäuse tun. Bitte schön, Klein Hector. Tom ist fertig. Toll gemacht. Viel Spaß beim Freund erschrecken, Klein Hector. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo Tom, bereitest du dich darauf vor, jemandem eine Verwandlung zu verpassen? Aha, heute ist Ethan an der Reihe. Du verwandelst ihn in einen Bären?
Was ist denn, Tom? Aber das ist ja Klein Amber. Was machst du denn hier, meine Kleine? Du willst ein bisschen hier bleiben und bei Ethans Verwandlung zuschauen? Ist das in Ordnung, Tom? Keine Sorge, Ethan. Das ist nur Sprühfarbe. Das tut nicht weh. Ethan, die Brille wird dich schützen. Tom verwandelt Ethan in einen Bären-Amber. Ja, das ist richtig. Genau wie der von Mascha und dem Bären. Tom, Amber würde gerne wissen, ob du sie auch in einen Bären verwandeln könntest. Oh, schade, Amber. Tom hat nicht mehr genug braune Farbe. Aber er hat einen ganz frischen Kasten mit lilanen Farben. Damit könnte er dich in Mascha verwandeln. Dann könnten du und Ethan Mascha und der Bär sein. Bereit, Amber? Was als nächstes, Tom? Ethans Fell? Aber wie willst du das denn machen? Eine Schablone? Wofür brauchst du die denn? Bist du kitzlig, Ethan? Wow, jetzt hast du sogar Fell. Beeindruckend. Also, das war eine sehr gute Idee. Was sagst du, Amber? Du hast recht. Er braucht auch Ohren und eine Nase. Okay, vielleicht nicht die Hasenohren. Diese kleinen braunen sehen so aus, als gehörten sie zu einem Bären. Ethan braucht auch eine Nase. Hervorragende Wahl. Perfekt. Ihr seid fertig und könnt spielen gehen. Es sei denn, du könntest noch etwas unternehmen, um Amber mehr nach Mascha aussehen zu lassen. Mit diesem Kopftuch siehst du jetzt wirklich aus wie Mascha, Amber. Ethan hat recht, Tom. Du hast echt Talent. Amber findet das auch. Und sie will sich auch bei Ethan bedanken, dass sie bei seiner Verwandlung mit dabei sein durfte. Alles, was jetzt noch zu tun ist, ist rauszugehen und zu spielen. Toms Lackierwerkstatt. Guten Morgen, Tom. Bereit heute zu malen? Hier kommt Katie, das KitKat. Bist du aufgeregt, Katie?
In welche Figur wirst du dich verwandeln? Wir sollen raten? Wie wär's mit einem Tipp? Okay, jemand, der viel verreist? Mit einem Rucksack? Mit einem Affen als Freund? Du meinst Dora! Tom, bist du bereit? Als erstes müssen wir deine Augen schützen, Katie. Ist diese Farbe für Doras Haut? Sehr gut gemacht, Tom. Orangenfarbe? Ist das für Doras Hose? Rosa Farbe? Die ist aber schön hell, Tom. Gelb. Die ist für Doras Socken, nicht wahr? Was kommt als nächstes, Tom? Doras Rucksack. Ohne den geht sie nirgendwo hin. Fantastisch. Eine Perücke. Katie, du siehst genau aus wie Dora. Tolle Arbeit, Tom. Hört sich so an, als hättest du noch mehr Besucher, Tom. Hallo, ihr Kleinen, was macht ihr denn hier? Ihr seid gekommen, um Dora zu sehen? Geh mal beiseite, Tom. Die Kleinen wollen deine Arbeit bewundern. Sagt Hello zu Dora, ihr Kleinen. Vielen Dank, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.